Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Automatikgetriebe eines neuen G-Tronic von Mercedes. Dafür haben wir hier einen Mercedes GLC. In diesem Video geht es darum, wie man möglichst wenig Geld in Reparaturen seines Automatikgetriebes investieren kann. Daher werden wir euch zeigen, was passiert bei verschiedenen Laufleistungen, welcher Verschleiß entsteht, dass man auch nachvollziehen kann, welche Art von Wartung es gibt, wo die Unterschied zwischen Ölwechsel, Spülung und einer Wartung ist und wie man einfach dafür sorgen kann, dass ein Getriebe lange lebt. Vor vielen Jahren hat sich keiner mit dem Thema Automatikgetriebe befasst. Das heißt, man hatte Fünfganggetriebe, die waren praktisch unkaputtbar. Sogar Porsche hat sie bei vielen sehr stark motorisierten Fahrzeugen verwendet und die Getriebe waren sehr, sehr robust. Das Problem ist, dass je neuer die Getriebe wurden, Siebenganggetriebe, desto anfälliger war das alles. Warum ist das Problem? Weil das Gehäuse des Getriebes ist von der Platzgröße dasselbe. Aber in die Getriebegröße müssen mehr Gänge rein, die Gänge müssen mehr Drehmoment, mehr Leistung damit klarkommen. Viele Fahrzeuge haben Start-Stopp und deswegen passiert das, dass die Getriebe einfach nicht mehr lange halten. So wie das bei dem 7-Gang-Getriebe war, dass das einfach deutlich anfälliger wurde als das 5-Gang-Getriebe, noch schlimmer ist das bei dem 9-Gang-Getriebe. Denn das 9-Gang-Getriebe hat genau die gleiche Problematik. Es muss günstiger in der Fertigung sein, es muss mehr Leistung, mit mehr Leistung klarkommen und viele Fahrzeuge werden halt oder müssen mit Start-Stopp klarkommen. Daher haben wir in diesem Video, werden wir besprechen, welche Wartung bei welcher Laufleistung Sinn macht. Bei einem Getriebe haben wir eine Füllmenge von 9,5 Litern. Wenn wir einen Ölwechsel durchführen, dann wird nur das Öl, was in der Ölwanne sich befindet, das sind 3,5 Liter, gewechselt. Das heißt, die restlichen 6 Liter bleiben im Getriebe selber. Das heißt, wir haben einen Wandler, wir haben eine Ölpumpe, wir haben den Getriebekühler. Dort bleibt das gesamte Öl drin. Das heißt, wenn ihr einen Ölwechsel macht, macht das Sinn, das zu machen. Aber bei einer kleinen Laufleistung, 30.000, 40.000 Kilometern. Danach, nach wieder 40.000 Kilometern, wieder ein Ölwechsel. Das heißt, ihr verdünnt und verbessert im Endeffekt das Öl. Das Öl wird nicht ideal, aber wird immer besser und immer besser. Wenn ihr ein Fahrzeug habt mit der Laufleistung von zum Beispiel, sagen wir mal zwischen 70.000 bis 90.000, je nachdem wie das Fahrzeug natürlich bewegt wurde, dann macht eine Spülung Sinn. Denn es ist ein Unterschied, ob das Fahrzeug zum Beispiel in der Stadt fährt mit Stop and Go oder ob das Fahrzeug hauptsächlich Langstrecke fährt. Daher macht eine Spülung Sinn. Bei einer Spülung wird das gesamte Öl, das gesamte Getriebe durchgespült. Das heißt, die Gänge werden geschaltet, damit auch die verschiedenen Kupplungen aktiviert werden und damit auch die Mechatronik teilweise sauber gespült wird. Aber dazu komme ich etwas später. Bei einer Spülung muss man darauf achten, dass man keine Chemie verwendet. Denn Chemie greift Gummidichtungen im Getriebe an. Plus bei der Chemie haben wir die Problematik, spült man einmal mit Chemie, kriegt man diese Chemie nie wieder raus. Warum? Weil wir haben im Getriebe eine Mechatronik. Ihr seht ganz, ganz viele Kanäle und Labyrinthe. Wenn einmal hier eine Art Spülmittel reinkommt, dann kriegt man das nicht einfach so raus. Daher sollte man auf keinen Fall mit Chemie spülen, sondern nur mit sauberem Öl und am besten halt Originalteile verwenden, Originalölwanne inklusive Filter von Mercedes, genauso halt auch originales Mercedes-Öl. Es gibt verschiedene Öle. Für 7-Gang gibt es 2 verschiedene Öle und für 9-Gang gibt es halt ein separates Öl. Doch wenn man im Getriebe schon einen Verschleiß hat, das kann man anhand der Adaptionswerte sehen. Wenn ein Fahrzeug hierher kommt, gucken wir uns die Adaptionswerte an. Anhand der Werte kann man sehen, wie ist der Zustand meines Getriebes und welche Maßnahme ist die sinnvolle für mein Fahrzeug. Viele denken, nur weil sie das Getriebe irgendwann spülen, bei einer hohen Laufleistung, dann ist das sozusagen die Lösung aller Probleme. Das ist leider nicht der Fall. Es gibt auch nicht ein Medikament, was für alle Krankheiten hilft. Genauso ist das auch mit dem. Man muss schauen, wie ist euer Verschleiß, wie ist der Zustand und entsprechend muss man halt auch ein Mittel finden. Wenn wir eine Spülung zu spät gemacht haben, dann haben wir ein Problem. Und zwar, man muss verstehen, wie das Getriebe an sich funktioniert. Wir haben im Getriebe eine Ölpumpe, das ist sowas in der Art. Die Pumpe sorgt dafür, dass ein Öldruck entsteht. Dann haben wir, der Öldruck, der liegt an. Dann die Mechatronik sorgt dafür, dass der Öldruck in eine bestimmte Position gelangt. Durch diese Position werden Lamellen zusammengedrückt. Wir haben Lamellenpakete, davon haben wir mehrere. Und je nachdem, welchen Weg das Öl geht, wird ein bestimmtes Lamellenpaket zusammengedrückt. Wenn das zusammengedrückt wird, fährt das Getriebe nach vorne. Doch zwischen der Mechatronik und dem Getriebegehäuse haben wir Dichtungen. So sehen zum Beispiel Dichtungen aus. Die Dichtungen sind aus Gummi. Und so sieht man hier zum Beispiel die Mechatronik. Das ist die Mechatronik von einem 9-Gang-Getriebe. Prinzip ist das gleiche.
wie wir dort eben sehen. Das heißt, wenn wir die Spülung zu spät gemacht haben oder eine Wartung zu spät gemacht haben, dann haben wir im Getriebe altes, schmutziges Öl. Dadurch haben wir natürlich eine höhere Reibung und durch höhere Reibung haben wir natürlich höhere Temperaturen. Das ist problematisch für die ganzen Gummikomponenten, denn die verschleißen. Das heißt, die werden hart, die werden kurz und dichten nicht mehr ab. Dann pumpt die Pumpe das Öl, die Mechatronik leitet das Öl in die richtige Richtung, aber die Dichtungen, die sind verschlissen. Dadurch haben wir das Problem, dass das Öl nicht durch die Dichtung läuft, sondern an der Dichtung vorbei. Warum ist das für uns problematisch? Weil das Getriebe möchte die Lamellen so schnell wie möglich zusammendrücken. Das heißt, der Druck liegt an und die Lamellen werden zusammengedrückt. Ist der Druck nicht genug, dann haben wir das Problem, dass die Lamellen schleifen und schleifen und schleifen. Ist diese Membran oder diese Beschichtung der Lamellen abgeschliffen, hier sieht man zum Beispiel Lamellen, dann ist das Getriebe defekt, dann haben wir einen Getriebeschaden. Das ist ein Getriebeschaden, wenn die Lamellen kaputt sind. Und um die zu tauschen, muss das Getriebe komplett zerlegt werden. Die Lamellen werden halt ausgetauscht und das ist eine relativ teure Sache. Daher, wenn die Werte, die Adaptionswerte uns zeigen, die Werte sind nicht mehr in der Norm, dann muss man diese Mechatronik ausbauen und die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe tauschen. Sind die Werte sehr hoch oder ihr habt Schallstöße, dann wird die Mechatronik zerlegt und innen drin gereinigt von Verschmutzungen. Gleich zerlegen wir eine Mechatronik, dass ihr auch mal sehen könnt, wie viel Dreck in so einer Mechatronik sich angesammelt hat und was dafür sorgt, dass die Getriebe halt nicht richtig schalten oder halt drucken. Wenn diese Ventile, die wir hier sehen, wenn die verstopfen, dann kann ich so viel spülen, wie ich möchte. Den Dreck aus denen bekomme ich nie wieder raus. Die einzige Möglichkeit, wie man die Ventile säubern kann, ist die Mechatronik ausbauen und halt so reinigen. Das heißt, die ganzen Ventile werden so gereinigt, bis der ganze Lamellenabrieb aus den Filtern der Ventile komplett verschwindet und sie wieder die Drücke aufbauen können, die sie aufbauen sollen. So, man sieht zum Beispiel, wie schmutzig so ein Öl ist, nachdem man nur 8 Ventile gereinigt hat. Na, also wie viel Dreck in den Ventilen selber, in den Filtern sich befindet. Hier sieht man die Mechatronik, die ist zerlegt. Die besteht aus 2 Hälften und dazwischen ist diese Dichtplatte. Ihr seht, das Anthrazite, was wir hier sehen, ist der Lamellenabrieb, den wir bei dem Filter gesehen haben. Der sollte nicht sein. Das ist der Dreck, der nicht magnetisch ist und dafür sorgt, dass das Getriebe nicht richtig schaltet. Das heißt, dass die Gänge ruckartig eingelegt werden, dass das Getriebe leicht ruckt oder dafür sorgt, dass ein Getriebe kaputt geht. Hier sieht man zum Beispiel die Wellen. Hier sieht man so kleine Wellen und diese Wellen, die bewegen sich. Ich kann einmal kurz versuchen, mal zu bewegen, ob ihr das sehen könnt. Hier bewegt sich diese Welle. So, hier zum Beispiel, zack. So, wenn dieser Dreck in die zwischen Welle und Gehäuse sich befindet, dann haben wir natürlich ein Hindernis und das Getriebe hat Probleme, den notwendigen Druck aufzubauen. Diese Hälfte haben wir schon gereinigt. Ihr seht, die ist sauber. Wir haben die Ventile bzw. die Wellen eben sauber gemacht, damit dort nichts mehr klemmt. Das ist die andere Seite, die ist noch schmutzig. Die wird noch gereinigt. Wir haben hier ganz viele Kügelchen an verschiedenen Positionen. Das ist eine Art Rückschlagventil und ohne diese Kügelchen wird das Getriebe nicht fahren. Daher, wenn man diese Hälften aufmacht, muss man aufpassen, dass man nichts verliert. Hier sieht man die einzelnen Dichtplatte und hier sieht man sogar noch, wie viel mehr Dreck dort sich befindet. Und diesen Dreck kriegt man auch nie irgendwie raus. Auch bei keiner Spülung der Welt kriegt man das hier irgendwie raus. Die einzige Möglichkeit, wenn man es so weit kommen lassen hat, sieht man nach den Adaptionswerten, dann die einzige Option, die man hat, ist die Mechatronik zerlegen, komplett säubern, dass der ganze Dreck verschwindet. Wir prüfen auch, wie ist der Zustand der Mechatronik, denn wir haben hier diese Wellen und wir haben das Gehäuse. Und wenn man zu lange mit zu viel Dreck im Getriebe durch die Gegend gefahren ist, dann kann sich hier ein Verschleiß gebildet haben, dass das sozusagen Druckverhältnis zwischen der Welle und dem Gehäuse nicht mehr so ist, wie es sein soll. Deswegen werden wir das auch einmal prüfen, ob diese Mechatronik noch technisch im vernünftigen Zustand ist. Wir prüfen jetzt die Dichtigkeit zwischen dem Ventil und dem Gehäuse. Da gibt es Herstellervorgaben, die minimal sein müssen und die werden wir jetzt prüfen. In dem Fall ist minimale Herstellervorgabe 18. Alles, was unter 18 ist, haben wir einen Defekt. Da vorne kann man das sehen. In dem Fall haben wir knapp 25. Bei diesem Ventil sind wir knapp an der Verschleißgrenze. Das heißt, da sind wir rechtzeitig noch, dass wir die Mechatronik komplett zerlegen, reinigen, damit der Verschleiß aufhört. Guckt, hier haben wir minimal muss 18 sein, wir haben nämlich knapp 19. So, und wenn man das aber zu spät erkennt,
dann sorgt der Dreck, den wir hier gereinigt haben, dafür, dass der Verschleiß immer weiter und immer weiter und immer weiter geht und irgendwann es zu einem Getriebeschaden kommt. Daher ist es wichtig, nicht einfach irgendwas zu machen, sondern das Richtige zu machen. Man muss sich anschauen, euren Fall. Nicht nur die Laufleistung, sondern auch den Verschleiß. Ein Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung hat mehr Verschleiß als ein Fahrzeug ohne. Ein Fahrzeug, was zum Beispiel nur Stadt fährt, hat mehr Verschleiß als ein Auto, was Autobahn fährt. Daher muss man einfach verstehen, wenn das Öl seine Eigenschaften verliert, wir Lamellenabrieb haben, wir halt auch allgemein im Getriebe sein Öl seine Eigenschaften verliert, haben wir einfach höhere Temperaturen. Durch die höheren Temperaturen sind die Dichtungen nicht für alle Temperaturen halt ausgelegt. Die sind ja nicht irgendwie aus Teflon. Und dadurch verlieren sie ihre Eigenschaften und dichten nicht mehr ab. Daher muss man immer schauen, was man für euer Fahrzeug die richtige Lösung ist, um das Getriebe möglichst lange am Leben zu halten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.